Agua fresca. Okay. Breathe your soul. Intelligent. Irgendwie verstehe ich den schon wieder nicht. Da hat mehrmals okay gesagt und irgendwas mit deiner Rede. So etwa habe ich was verstanden. Ah ja, und die Piggy. Die haben wir Gott sei Dank gut überlebt. Ich glaube, die Gags, die versteht man nur, wenn man das Spiel auch wirklich gespielt hat. Also das ist eindeutig auch aus einem Film. Ich weiß noch nicht welchen. Aha, wahrscheinlich noch weitere Verwandlungsideen. Ah ja, hier sehen wir mal alle Verwandlungen von Robin. Und zur Abwechslung auch mal die Nosferatu-Form von vorne. Da sehen wir nämlich auch die schönen Fangzähnchen, die er hat. Nein, das sind keine Reißzähne, das sind Fangzähne, wenn dann. Reißzähne sind im Mundwinkel. Nicht vorne, die Eckzähne, Schneidezähne. Auch den Waka Waka sieht man mal so leicht von vorne. Schönes Bild. Gefällt mir. Falscher Knopf. Ah, ja. Und nochmal. Ich finde das Geräusch so klasse. Ich glaube, das könnte ich mir den ganzen Tag anhören. Nochmal. Ich finde es gut. Wirklich, ich finde das Geräusch einfach klasse. Oha. Das Ding erinnert mich ein bisschen an die Looney Tunes, an Elmira. Fehlt nur das Kleidchen, was sie anhat, und die Spange, die Haarspange. Das sieht auch aus wie aus einem Film. Nicht wie aus der Show. Ah, Darstellungen. Vielleicht noch welche Darstellungen. Hey, der Vampir gefällt mir, der hat was. Vom Blick her und allem. Der Kopf ist zu groß. Waka, waka, waka. Und nochmal Schuss Honigtau. Ich bin mir zumindest ziemlich sicher, dass das Schuss Honigtau sein soll. Und das sieht aus wie Gonzo. Irgendwie muss ich gerade an Legacy of Kain denken, wenn ich das sehe. Das erinnert mich so ein bisschen an Raziel, so mit den Streifen, als wäre das die Muskulatur. Dann so Dürre, was hier so den Hüftbereich und so betrifft. Mit dem Unterschied, dass Raziel nicht so eine lange Nase hat und dass ihm der Unterkiefer fehlt. Also, ihr könnt mir ja sagen, was ihr wollt, aber irgendwie sieht Piggy als Geisterfreund mehr aus wie ein Mann. Als eine Frau. Das ist doch Tempel des Schinkens gewesen. Und noch ein Geheimgang. Oh, der gehört auch dazu. Ha! Den habe ich so im Blickwinkel noch gesehen. Ich war mir nicht ganz sicher, ob der wirklich zum Geheimgang dazugehört, aber offenbar ja. Also das Loch dort oben, das habe ich ja schon in dem Part gesehen gehabt. Das wäre der längste von allen gewesen. Das war offenbar Werbung wieder für irgendetwas. Oh, Kermit macht flüschig. Die sage ich auch immer, wenn ich meine Post sehe. Was macht der DJ mit noch Spätos in der Hand? Ich will jetzt gar kein DJ sein. Und den kapiere ich auch nicht. Das sieht auch aus wie aus einem Film. Na aber hallo, das ist aus einem Film. Ich bin mir sicher, dass ich den schon mal gesehen habe, den Film. Ach ja, der Friedhof. Also das ist einer der schlimmsten Verstecke, die sie sich haben ausgedacht. Also der ist echt fies, dieser Geheimgang. Ganz genau. Oh, Nessie. Oh, die Pinguine. Oh, ich glaube, im Spiel haben die mir ein bisschen besser gefallen. Sahen sie noch ein Stück süßer aus. Das Ding hat Tröten in den Nasenlöchern. Putzig, verstehe ich nicht. Ah ja. Und hier haben wir nochmal den nächsten Geheimgang im Wasserfall. Also das habe ich auch nur über dieses Video herausgefunden, wo sich der Geheimgang befindet. Also eigentlich ist es ja ganz nett, dass die einem das zeigen. Ne? Das sieht aus wie aufgeblasener Luftballon. Guck mal, in der Mitte dort hängt so eine Strippe nach unten. Der Schwierigkeitsgrad, der ist zwar dadurch, naja, etwas gesunken, aber... Naja.
Okay, machen das mit Absicht. Hab ich die schon mal gesehen? Das sind wohl nicht die Viecher, die ich in den Jäger-Level gesehen habe, wo ich erst ja auf Wildschweine oder so getippt habe oder auf Hunde oder so. Ja. Trainieren! Ein Buhmann! Ja, die kennen wir auch allesamt. Das Tio, Kermit und Gonzo. Und Nosferatu, alias Gonzo. Ich dachte schon, der wird gar nicht mehr fertig. Ja, was heißt, es kippt man sich auch nicht über den Kopf. Oh, hey. Partnerlook. Ach nee, zusammengewachsen. Ah. Oh, der Leuchtturm. Das war garantiert wieder das Piratenlevel gewesen. Oh, wieder so flüschig hier. Ich kann es einfach nicht zuordnen. Sieht aus, als käme es aus einer Mülltonne raus. Gab es so einen Mülltonnenlevel in der Sesamstraße? Das weiß ich nicht. Oh, hey, das hier hatte was. Das erinnert mich ein bisschen an die Mangas. Also so von der Art und Weise, wie die Beine gezeichnet wurden und die Füße und so. Nur der Kopf, der passt irgendwie nicht so richtig dazu. Schon wieder so kitschiges Kindy-Bild. Oh, Slendy, der spielt auch mit. Er hat sich bestimmt so eine Maske aufgesetzt, wo so eine Brille in der Nase und ein Schnauzer vorhanden ist. Wo das alles so halbwegs passen. Uah. Wuff. I, Pepe the Prawn, will be broadcasting from this convenient little... Also irgendwie gefällt mir die Frisur von Pepe. Also hier als Puppe, Puppendarstellung, besser als in dem Spiel Pipi. Selber. Pipi. Gut, okay. Sind das Federn, woraus denn deine Haare bestehen? Okay, alright, ho, ma, ma, okay, Sal, ooh, whoa, hey, ho, yeah. Sag mal, guckt ihr euch Fußball an oder so? Irgendwie verstehe ich das nicht. Oh, hey, den kenne ich, der sitzt immer am Klavier. Das ist hier so ein Bandmitglied aus den hier Muppet-Dingen. Ah. Oh, da hat jemand was zerruppt. Das ist eindeutig auch aus dem Film. Oh, noch so eine russische Gestalt. Oh, Waka Waka Wanderbär. Mann, ist das ein komisches Schleifchen oder ist das ein halb zerrupptes Hemd? Oh, meine armen Ohren. Zum Glück habe ich die Musik nicht gelaut. This teleporter thingy will take you to your destination when was für ein Teleporter? Ich hab's nicht ganz verstanden. Oh, that was scary. Ja, wirklich merkwürdig. Würde ich auch sagen. Oh mein Gott. Vielleicht haben sie ihn gezwungen aufzuhören, okay zu sagen. Was soll das sein? Leute, das muss ich nicht verstehen. Ninja are forgetting someone again. Oh, I'm terribly sorry, Mr. Peppy. Peppy. Pepe. Peppy. 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 Here again. Okay. Oh, schick. Das könnte ja Gladwick hier in Oddworld Apes Odyssey oder Oddworld Apes Exodus mitmachen. Ah, das will Kermit darstellen. Das sieht ja gar nicht gut aus. Okay. Schon wieder so ein Scheißbild. Das verstehe ich nicht. Gehört das zum Spiel dazu? Kann ich nicht entsinnen, das schon mal irgendwo gesehen zu haben. Ich kann die Schrift nicht lesen. Ah, da ist es wieder. Fehlt irgendwie hier bei diesem Bild noch dieser Schalter, den man mit dem Fuß betätigt, so dass man den Müll reinwerfen kann. Die große Klappe. Ey, das Bild hatten wir schon mal mit dem Häschen. Ah ja, Dorf der Verdammnis. Die Windmühle, wo der Ausgang drin war. Ach, guck einer ein. Hier ist er in grün, nicht in rot. Warum ist er hier grün? Und im Spiel ist er rot. Warum ist hier Dingens hier auch grün? Und nicht rot? Und warum hat er drei Zähne? Da ist er wieder. Der sieht schon aus wie so ein Fisch. Ich weiß auch nicht. Oh, Gegner. Ey, da unten in der Mitte, der fetzt. Erinnert mich wieder an die Looney Tunes.
Gab's doch auch so einen Ripper. Oh, wahrhaftig, das ist ein Igor gewesen. Aber die Skelette sieht dann im Spiel schöner aus. Wasserpfeife. Der Werber, Wakawanderbär. Ah ja, das war der Wald gewesen, mit den vielen Hexen und den bösen Wölfen und den ganzen Spaß. Ach ne, man kennt das Software. Ah, das habe ich geahnt, dass das noch kommt. Ja, den kennen wir und ich mag ihn nicht. Ah, und nochmal das Piratenlevel. Diesmal ist es kaputte Schiff gewesen. Monsters? Who said monster? Sie hat ihn nur immer mit ihren Monstern. Hat immer Langeweile gehabt und das Bild hatten wir auch schon mal. Es ist ein Dead. Zeichner. Oh mein Gott. Das Bild sah irgendwie pervers aus. Und das letzte Bild. Das sieht aus wie das Monsterkloster. So ein bisschen asiatisches Style. Bin mir aber nicht ganz sicher. Oder ist es das von Michao oder wie dieses blöde Level hieß? So, Leute, ich glaube, das war's auch schon mit den Special Part gewesen. Ja, ich weiß nicht, wie lange er ging. Es werden ein oder zwei Teile davon erscheinen. Jedenfalls ist dieses Projekt jetzt endgültig beendet und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das Spiel ist auf jeden Fall wert, gespielt zu werden und ja, ich hoffe, ihr seid dabei bei meinem nächsten Projekt. Also dann, tschüss und bis zum nächsten Mal.